Einmal untreu, immer untreu. Frauen verlieben sich, Männer wollen nur Sex. Oder Männer sind von Natur aus untreu. Es gibt unglaublich viele Mythen und Weisheiten zu diesem Thema. Wir haben die 15 bekanntesten, spektakulärsten, unglaublichsten rausgesucht und überprüft in unseren 15 Mythen in 15 Minuten zum Thema Seitensprung. Das ist die Geschichte eines Seitensprungs. Ausgelöst durch eine typisch männliche Reaktion. Gefolgt von einem typisch weiblichen Ausraster. Springen wir an den Anfang. Eine Story, in der Galileo-Reporterin Dion Voodoo 15 Mythen rund um das Thema Liebe und Seitensprünge aufklärt. Markus will seine Freundin Jessie vom Training abholen. Sein bester Kumpel Carlos begleitet ihn. Eigentlich ist Carlos in einer Beziehung, aber bei so vielen heißen Frauen schaut er auch genauer hin. Besonders als er Maya entdeckt. Er kennt sie von der Uni und irgendwie fand er sie schon immer spannend. Als Markus dann auch noch verschwindet, geraten die beiden vollends in Flirtlaune. Sag mal, hast du eigentlich eine Freundin? Nein. Carlos hat gelogen. Er und seine Freundin Eva sind bereits seit über 4 Jahren ein Paar. Und doch, Maya scheint eine Sünde wert. In Gedanken ist er schon mit ihr im Bett. Fängt für die meisten Untreue schon im Kopf an? Untreue definiert jeder für sich, aber nur 4% der Männer und 10% der Frauen bezeichnen den Gedanken an Sex mit jemand anderem als Untreue. Problematischer ist das Fremdküssen. 55% aller Frauen und 43% der Männer halten das für emotionalen Betrug und damit Untreue. Allerdings hat diese Art der Untreue meist keine Konsequenzen. 98% aller Männer und Frauen würden deswegen ihren Partner nicht verlassen. Der nächste Morgen. Carlos ist gestern brav bei seiner Freundin Eva gelandet. Doch er hat ein schlechtes Gewissen. Er hat gestern mehr als nur geflirtet. Sogar mit einer anderen fremd geknutscht. Das möchte er am liebsten schnell vergessen. Morgen Sex soll helfen. Sein Problem, Eva hat wieder mal keine Lust. Nee, ich bin müde. Carlos ist sauer. Wenn seine eigene Freundin ihn nicht will, muss er halt sehen, wo er bleibt. Er beschließt, Maya wiederzusehen. Aber ist die Flaute im Bett der Hauptgrund für einen Seitensprung? Sexuelle Unzufriedenheit ist laut Sexualtherapeuten tatsächlich einer der häufigsten Gründe fürs Fremdgehen. Dies bestätigt eine Studie der Universität Göttingen. 80% der Fremdgeher, Männer und Frauen, lieben ihren Partner zwar, sind aber über die Flaute im Schlafzimmer genervt. Die Flaute beim Sex kommt übrigens nicht von ungefähr. Im Bett wird zu wenig geredet. Nur 31% der untreuen Frauen und 25% der Männer verraten dem Partner ihre sexuellen Vorlieben. Das beste Rezept zum Vorbeugen eines Seitensprungs ist also reden, reden, reden. Carlos mag nicht mehr reden. Unter einem Vorwand verlässt er das Haus. In Wirklichkeit trifft er sich mit Maya. Sie wollen essen gehen. Und wer weiß, was sich dann noch ergibt. Ich brauche noch ein bisschen. Magst du noch kurz hochkommen? Okay. Und bereits bei der Begrüßung wird klar, die beiden gehen erst einmal nirgendwo hin. Und geredet wird hier auch nicht. Maya hat den Reiz des Neuen. Und dieser Reiz sorgt für Leidenschaft. Ciao. Ciao. Du rufst mich an? Ja, klar. Mitten in der Nacht schleicht er sich nach Hause. Er will seinen Seitensprung unbedingt vor Eva verheimlichen. Carlos versucht, alle Spuren des Seitensprungs verschwinden zu lassen. Doch Eva ist längst hellwach. Es ist 4 Uhr nachts. Er duscht doch sonst nie um die Uhrzeit. Eva hat Verdacht geschöpft und wird typisch Frau ihren Carlos jetzt ganz genau beobachten. Carlos hat sich auch zu blöd angestellt. Typisch Mann halt. Aber können Männer eine Affäre wirklich schlechter verbergen?
Tatsächlich, Frauen sind raffinierter darin, die Tat zu verbergen. Und vielleicht noch wichtiger, sie achten umgekehrt auch besser auf offensichtliche Fremdgehzeichen. Übertrieben gute Laune, das Bewachen des Handys, die neue Intimfrisur, der gewagte Unterwäschekauf, die angeblichen Probleme von Freunden oder Freundinnen sind untrügliche Kennzeichen, dass da jemand fremdgeht. Und spätestens, wenn der Partner dann neue Sachen im Bett ausprobieren will, sollten Sie skeptisch werden. Carlos steht das schlechte Gewissen ins Gesicht geschrieben. Vor 4 Jahren hat er Eva in seiner Heimat Mexiko kennengelernt und ist für sie extra nach Deutschland gekommen. Und jetzt das. Als Carlos zur Arbeit ins Fitnessstudio geht, schnappt sich Eva das Telefon und holt sich Rat bei ihrer besten Freundin. Ja, ich glaube, der Carlos betrügt mich. Hat eure Beziehung nicht auch als Affäre angefangen? Ja, wie meinst du jetzt, wer einmal betrügt, betrügt immer oder was? Ist das wirklich so? Stimmt der Mythos, einmal untreu, immer untreu? Ja, sagt eine Studie der Georg-August-Universität Göttingen. 51% aller Männer, die sich auf einen Seitensprung eingelassen hatten, waren Wiederholungstäter. 22% gaben sogar an, mehr als 4 unterschiedliche Affären gehabt zu haben. Bei den befragten Frauen war das Ergebnis der aktuellen Seitensprungstatistik nur unwesentlich besser. 45% waren Wiederholungstäterinnen, 15% der Fremdgeherin gestanden, ihren Partner schon mehr als 4-mal betrogen zu haben. Eva ist verzweifelt und weint sich bei ihrer Mama aus. Das kann doch alles nicht sein. Ihre Beziehung ist doch eigentlich in Ordnung, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich bin mir echt sicher, dass er mich betrügt. Das sind die Männer. Männer sind untreu zur Welt gekommen. Ist das so? Sind Männer schon seit der Steinzeit dazu verdammt, ihren Samen zu streuen und somit von Natur aus untreu? Zwar folgt unser Sexualleben evolutionär vorgegebenen Mustern, da sind sich die Forscher einig. Aber die Steinzeit-Pauschalentschuldigung für Männer funktioniert trotzdem nicht. Denn Männer haben sich in den letzten 10.000 Jahren in allen Bereichen verändert. Nur hier nicht? Nein, sagen die Forscher. So wie Männer nicht bei einem wilden Tier in einen Jagdrausch geraten, so wenig sind sie gezwungen, fremd zu gehen. Eva nervt mit ihrem Liebeskummer mittlerweile ihren gesamten Bekanntenkreis. Auch ihr schwuler Freund Hannes muss da jetzt durch. Dabei hat er ganz ähnliche Probleme. Ich habe eine Fernbeziehung ja momentan und man hat halt immer so das Gefühl, weißt du, okay, dass er gerade mit irgendeinem anderen Typen wahrscheinlich gerade im Bett irgendwie jetzt ist oder irgendjemanden anderen anmacht. Ja, aber ganz ehrlich, findest du nicht, dass es ein bisschen logisch ist? Also bei Fernbeziehungen, da geht ja irgendwann echt immer irgendwie jemand fremd so. Stimmt das? Wird in Fernbeziehungen häufiger fremdgegangen? Je weiter der Partner entfernt ist und je seltener man sich sieht, desto größer ist die Versuchung, fremd zu gehen. Diese Gleichung klingt logisch, sie stimmt aber nicht. Tatsächlich ist die Seitensprungquote in Fernbeziehungen genauso hoch oder niedrig wie in normalen Beziehungen. Carlos bereut seinen Seitensprung und beichtet alles seinem besten Freund Markus. Der ist total entsetzt, auch über die Auswahl der Geliebten. Maja, wieso denn Maja? Die will doch jeder haben. Weißt du, wer da schon dran war alles? Das kennst du jetzt, oder was? Ich meine ja nur, Maja ist eine Frau, die sieht viel zu gut aus. Die, hinter der ist jeder Mann her. Die wirst du niemals für dich allein haben können. Okay. Moment mal. Gehen attraktive Frauen öfter fremd? Ja, das stimmt. 2 amerikanische Wissenschaftlerinnen haben festgestellt, dass schöne Frauen mit guter Figur überdurchschnittlich viel Estradiol besitzen. Ein Sexualhormon. Und wer viel Estradiol in sich hat, so die Studie weiter, der geht auch öfter fremd. Warum allerdings gerade schöne Frauen so viel Estradiol in sich haben, das ist unbekannt. Carlos ist genervt. Und jetzt taucht auch noch Jessie auf. Sie und Markus verbringen jede freie Minute miteinander. Zwischen denen ist immer alles perfekt. Die haben ja auch gar keine Gelegenheit, einander zu betrügen. Weiß doch jeder. Treue ist ein Mangel an Gelegenheit, oder? Diesen Mythos haben deutsche Sexualforscher schon Mitte der 80er Jahre überprüft. Und ja, Treue hat auch etwas mit Gelegenheit zu tun, und zwar bei beiden Geschlechtern. So gehen zum Beispiel Frauen auf dem Land seltener fremd als Frauen in der Stadt. Einfach, weil es weniger Gelegenheiten gibt. Und einer aktuellen Studie aus den USA zufolge widersteht nur jeder 4. männliche College-Student freizügigen Angeboten von Mitstudentinnen. Egal, ob in einer Beziehung oder nicht. Carlos will Eva nicht verlieren.
Doch soll er ihr die Wahrheit sagen? Oder lieber die Klappe halten? Er hat die Heimlichkeiten und das Lügen satt. Verdammt. Sollte man einen einmaligen Seitensprung beichten oder lieber nicht? Die meisten Sexualforscher empfehlen Schweigsamkeit. Mit einer Beichte bereite man seinem Partner unnötigen Schmerz, besonders dann, wenn es eine einmalige Geschichte war. Paartherapeuten empfehlen Ehrlichkeit. Nur so könne man vom Partner wieder Vertrauen erwarten. Tatsache ist, dass über 2/3 aller Seitensprünge aufgedeckt werden, und zwar ohne Beichte. Carlos hat sich entschieden. Er will reinen Tisch machen und fühlt sich schon jetzt besser. Doch dann vibriert sein Handy. Eine SMS von Maja. Ich würde dich gerne wiedersehen. Lust auf mehr. Die Nacht mit dir war toll, Maja. Mit dir war auch toll. Carlos fühlt sich geschmeichelt. Aber er macht sich auch Sorgen. Für ihn war die Nacht mit Maja einfach nur Sex. Aber Frauen sind ja immer auf der Suche nach der großen Liebe, oder? Das, so die führenden Sexforscher, ist ein Mythos aus der Mottenkiste. Heutzutage unterscheiden besonders junge Frauen zwischen 18 und 30 sehr genau zwischen Sex und echter Partnersuche, haben also das Männerverhalten angenommen. Dennoch glauben 61% der Frauen und 68% der Männer, dass Frauen Sex und Gefühle schlechter voneinander trennen können. Carlos will das Ganze lieber beenden, bevor es ihm komplett über den Kopf wächst. Per SMS teilt er Maja mit, dass er eine Freundin hat und sie nicht mehr treffen kann. So ein Mistkerl. Nett war es ja eigentlich schon. Maja sieht es gelassen. Sie hatte ihren Spaß. Ihrer Erfahrung nach sind die Fremdgeher ohnehin die besseren Liebhaber. Woran liegt das? Bei einer Untersuchung des Männermagazins Player gaben 80% der über 1000 befragten Frauen an, dass sie den Sex in ihrer Affäre wesentlich besser und leidenschaftlicher fanden als in ihrer Partnerschaft. Das liegt oft daran, dass zu Hause Flaute im Bett herrscht. Die sexuellen Gelüste stauen sich sozusagen an und denen lassen die Fremdgeher bei der Affäre freien Lauf. Man traut sich mehr, ist hemmungsloser und offener. Carlos ist mittlerweile daheim und versucht mit Eva zu sprechen. Doch wie beichtet man schonend einen Seitensprung? Wer muss denn reden? Okay, was ist los? Ich habe dich betrogen. Was? Du hast mich betrogen? Einmal. Wann? Mit wem? Ich liebe nur dich. Und das ist das Wichtigste, oder? Eva ist einfach nur noch sauer. Er hat sie betrogen und faselt jetzt etwas von Liebe. Dabei ist Treue doch das Wichtigste in einer Beziehung. Oder? Einer aktuellen Partnerschaftsstudie zufolge ist Treue für die meisten Deutschen doch noch etwas wichtiger als Liebe. Im Ranking der wichtigsten Eigenschaften führt Treue mit 88% vor Liebe, 86% und Unterstützung. Bei Eva und Carlos ist der Streit in vollem Gange. Mit Vernunft geht hier gar nichts mehr. Eva fühlt sich viel zu tief verletzt. Warum seid ihr Männer so? Warum müsst ihr immer mit eurem Ding da denken? Es wird ja so viel besser. Ich kenne keine Frau, die untreu ist. Ist das so? Gehen mehr Männer fremd als Frauen? Egal, ob in Europa, Asien oder den USA, Frauen gehen öfter fremd als Männer. Die Zahlen schwanken zwar, aber im Schnitt geben 60% der Frauen und 50% der Männer zu, schon einmal eine Affäre gehabt zu haben. Für Eva ist hier Schluss. Sie kann Carlos einfach nicht mehr vertrauen. Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger. Und deshalb schmeißt sie ihn kurzerhand raus. Los, nichts gesagt. Geh einfach und ruf mich nie wieder an. Ist eine Beziehung nach einem Seitensprung wirklich nicht mehr zu retten? Frauen sind in puncto Seitensprung meist sehr emotional. 40% der betrogenen Damen hegen sogar tiefen Hass und Rachegefühle gegen ihren Partner. Männer sind da zurückhaltender. Nur 22% wollen sich an ihrer Partnerin rächen. Für genau die Hälfte aller Frauen ist ein sexueller Fehltritt definitiv das Ende. 50% würden sofort Schluss machen, wenn sie vom Seitensprung des Partners erfahren würden. Evas Wut hat sich gelegt. Stattdessen ist sie einfach nur noch traurig. Wieder muss ihre Mama helfen. Bei ihr klappt's ja auch seit 20 Jahren mit der großen Liebe. Papa und ich, wir haben auch echt ganz schwere Zeiten hinter uns. Warst du ein Papa oder was? Ich und Papa. Eva kann es nicht glauben. Gibt es die ewige Treue tatsächlich nicht? Biologen bescheinigen uns, der Mensch ist nicht für die lebenslange Monogamie geschaffen.
Deshalb sei der Anspruch auf ewige Treue ein eher übermenschliches Verlangen. Schon die mäßige Monogamie, so die Forscher, ist da schon eine gewaltige kulturelle Leistung wider jede Natur. Am Ende ist Treue wohl immer eine Frage des Willens. Ebenso wie die Bereitschaft zur Versöhnung. Es tut mir leid. Oh Gott, Entschuldigung. Oh Gott, tut mir leid. I love you.